Hallo Leute, heute reden wir mal über das Thema Sport mit Behinderung. Heute reden wir mal, was bestimmt auch viele Leute von euch da draußen auch gerne mal hören wollt. Wie ist denn Sport mit Behinderung? Fangen wir einfach mal so an, so wie ich das damals auf meiner Schule zum Beispiel erlebt habe. Es gibt da so gewisse Sportfestivals für behinderte Schule zum Beispiel, aber auch die behinderte Werkstätte gehören genauso dabei. Viele davon machen so eine Art Sportfestival, wo man dann zum Beispiel Stempel bekommen kann und einfach gemeinsam Sport zu machen. Bei uns ist das so, bei Sport mit Behinderung natürlich, dass sind meist ein paar junge Leute, meist von irgendeiner anderen Schule, die dann die Behinderte bei dem Sport begleiten, um den Sport halt eben aufzuführen und die tun auch dann alle Geräte und die Sachen, die man dafür braucht, tun die auch alles aufstellen. Da ist zum Beispiel im Bernkasse Kurs bei dem Kurpark ist das bei uns, für die Behindertenwerkstätte. Und das finde ich natürlich eine sehr tolle Sache, dass eben auch Menschen mit Behinderung Sport machen können. Es gibt ja auch Leute, die haben auch eine sehr, sehr große körperliche Einschränkung. Zum Beispiel Menschen im Rollstuhl, die können zum Beispiel nur eingeschränkt Sport machen. Es gibt zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer, die spielen mega gut Basketball. Kennt ihr bestimmt vom Fernsehen jetzt Rollstuhlfahrer, die auch mit ihrer Behinderung Sport machen. Gibt es so gewisse Veranstaltungen für Rollstuhlfahrer, die jetzt gerne spielen wollen. Oder gibt auch natürlich auch andere Ballarten mit Rollstuhlfahrern, wo die auch natürlich auch spielen können. Oder zum Beispiel den Ball einfach nur mit seinen Rollstuhl anzuschieben. Auf jeden Fall, was ich vorstellen wollte heute, dass über Sport mit Behinderung auch möglich ist. Zum Beispiel die Sportfestivals, die entweder die Schule oder die Behindertenwerkstätte, das gibt es für beides natürlich. Natürlich auch stattfinden lassen. Das ist, sobald ich weiß, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre sind das, glaube ich, bei der Behindertenwerkstätte. Bin mir davon nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube aber, alle 2 Jahre ist das ungefähr für die Behindertenwerkstätte. Und das finde ich natürlich eine sehr große Sache. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn Sport mit Behinderung gehalten tut. Ob das Ganze möglich ist, besonders mit Rollstuhlfahrern. Welche Sportarten da noch so gibt. Auf jeden Fall, das wäre das Thema. Also das Thema wäre, glaube ich, jetzt schon zu Ende. Wir haben nur das Thema Sport und Behinderung heute ein wenig darum gelabert. Könnt ihr gerne in die Kommentare ein wenig Feedback für das Thema geben. Wie euch das Thema so gefallen hat, ob ihr dabei noch was Neues hinzugelernt habe bei das Thema hier jetzt. Und ganz am Ende will ich auf jeden Fall nur einen Kanal empfehlen. Einfach Pietz heißt den Kanal. Der Kanal ist hier mal verlinkt und unten in die Videobeschreibung ist der Kanal mal verlinkt. So, dann sage ich mal, das war das Thema. In der nächsten Video rede ich mir dann, darf man behindert sagen? Das rede ich mir dann in das nächste Video. Und darüber kann ich vielleicht dann bestimmt noch viel, viel mehr sagen. Und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute, und haut rein!